Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stardew Valley. In der letzten Folge haben wir versucht, alle Stadtbewohner zu treffen, um mit denen ein bisschen zu reden und uns einmal vorzustellen, den neuen Farmer. Dann wollten wir noch in den Saloon gehen und da ist mir ein großer Fehler passiert, denn ich habe nicht daran gedacht, dass das Spiel ja nie automatisch abspeichert, sondern immer nur, wenn man hier in das Bett zurückgeht. Das heißt, ich habe in der letzten Folge einfach da aufgehört, wo wir kurz vor dem Saloon standen, habe dann das Spiel ausgemacht und das Ganze, was wir gespielt haben, war natürlich weg. Das heißt, ich bin hier wieder aufgewacht an dem ersten Tag und konnte nochmal mit allen Leuten aus dem Dorf einmal reden. Das war schön, denn ich habe mir alles nochmal von vorne angehört. Ganz toll, das waren 5 Minuten, die ich nie wieder bekommen werde. Aber jetzt sind wir hoffentlich auf dem gleichen Stand wie in der Folge 2. Und was wir jetzt in der neuen Folge als erstes mal machen, ist den Fernseher anschalten. Was haben wir denn? 11.40 Uhr. Das heißt, jetzt müsste eigentlich... Was kommt denn da immer? Nachmittags. Nee, stimmt gar nicht. Vormittags. Kommt nicht sowas wie Mitten im Lee oder der Blaulichtreport? Okay, gucken wir mal das Wetter. Willkommen zu Kozu. Ist das ob ein U oder ein V? Egal. Ich nenne es mal Kozu 5. Ihre Nummer 1 für Wetterinformation und Entertainment. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Ich will die für heute haben. Toll. Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Das ist ja nicht so schön. Oh. Der, was ist denn? Zukunftsvorhersager? Boah, wie heißen die denn? Wahrsager. Wahrsager, genau. Ah, ich, sage, dass ein neuer Zuschauer uns, ein neuer Zuschauer eingeschaltet hat. Ein, junger Mann von Stardew Valley? Willkommen, willkommen. Die Geister sind heute mild gestimmt oder so. Glück wird nicht auf deiner Seite sein. Oha. Vielleicht sollten wir einfach im Bett liegen bleiben. Oder... Wir gehen raus und gucken mal, was passiert. Oh, wir haben Post! Endlich! Hallo! Ich bin gerade von einem Fishing-Trip zurückgekommen. Du solltest mal runter zum Strand kommen, wenn du Zeit hast. Ich habe etwas für dich, Willi. Oh, Willi hat was für uns. Nice! Okay, ich würde sagen, ab zu Willi. Wollen wir noch mal sehen, was der für uns hat. Und wer Bob Willi ist, ich glaube, den haben wir noch gar nicht getroffen. Willi. Wo geht's überhaupt zum Strand? Irgendwo runter, meinte der ja. So, hier ist schon mal das Wasser. Das ist doch schon mal gut. Gehen wir hier rüber. Okay, wo geht's jetzt hin? Oh, Katzi! Nice! Ist das etwa Willi? Ahoi, Sohn! Ich hab gehört, da ist ein Neuer bei uns in der Stadt. Es ist schön, dich endlich mal zu treffen. Wahrscheinlich wird Willi aber nie so reden. Ich versuche immer noch... To unwind? Was?
ich sag mal, mich zu erholen von einem Monat draußen auf der salzigen See. Es war ein großer Fang. Ich habe viele gute Fische verkauft. Und endlich so viel zusammengespart, um mir eine neue Angelrute zu kaufen. Hier, ich möchte dir meine alte Angel geben. Es ist sehr wichtig für mich, dass die Kunst des Fischens am Leben bleibt. Und hey, kaufst du was von meinem Shop irgendwann mal. Ach so, darum geht's ihm also. Dass sie bei seinem Fischshop irgendwas kaufen. War ja klar. Eine Angel. Ich habe eine Bambu-Pole bekommen. Ich hoffe mal, dass das eine Angel ist. Hier ist gutes Wasser. In der Valley. Sehr viele Sorten von Fischen. Und ja, mein Shop ist gerade geöffnet. Wenn du also ein paar neue Gegenstände brauchst, dann komm ruhig vorbei. Ich kaufe auch Sachen von dir, die du gefangen hast. Wenn es stinkt, dann verkauft es sich auch. Das ist, was mein alter Papa mir schon damals gesagt hat. Wie auch immer. Wow. Und jetzt ist er weg. Es ist der Super Magier Fischer. So, was hat er denn hier in seinem Haus so zu verkaufen? So wie die. Okay, die haben wir ja schon. Und irgendeine Suppe. Nee, zu teuer. Tschüss, Willi. Oh, warte mal. Vielleicht kann man hier noch hochgehen. Ah, zu einer kleinen Schlafkabine führt das. Aha. Ahoi! Es ist sehr schön, ein paar junge Menschen hierher zu ziehen. Zu sehen. Es ist nicht sehr normal, diese Tage. Okay. Ich weiß gar nicht, wie alt sind wir denn? Konnte mir nirgendwo eintragen. Oh, eine Muschel. Okay, was ist hier? Mit 300 Stücken Holz könnte das wieder repariert werden. 300! Ich habe noch gar nichts. Was ist das hier? Das ist verschlossen. Nur Elliot's Friends können hier rein. Okay. Wer ist überhaupt Elliot? Kenne ich gar nicht. Hier liegt auch noch ein bisschen Holz. Na gut, gehen wir erstmal wieder in die Innenstadt. In die City. Mal gucken, was hier so abgeht. Ich glaube, hier auf der rechten Inselseite waren wir noch gar nicht. Fragezeichen. Da auch. Carpenter's Shop. Ach, hier wohnt Robin. Die heiße Robin. So, wer ist das denn hier? Vincent. Ah ja. Okay. Jetzt sagen das doch Penny, oder? Genau.
Ich unterrichte heute Vincent und Jess. Die sind handful. Aber auch, es ist sehr schön, jemanden in seinem Leben zu verändern. Wow, was für eine Übersetzung. So, dann bist du Jess, ne? Du hast nicht viel zu sagen anscheinend. Hi. Hallo Jess. So. Erstmal mit der Mülltonne wühlen. Nichts drin, okay. Wer ist denn hier? Oh, ist das die Bücherei? Und ein Cowboy. Gunther! Hallo! Willkommen zu zum Stardew Valley Archäologischen Zentrum. Oh, das ist peinlich, aber der vorherige Kurator ist mit der ganzen Sammlung abgehauen. Wir haben keine Artefakte mehr zum Zeigen. Aber ich hoffe, ich kann das in der Zukunft beheben. Hey, wenn du ein paar Artefakte oder Mineralien findest da draußen, kannst du es mir sagen? Na klar, Gunther. Mit so einem coolen Hut. Wie könnte ich denn da Nein sagen? Hat er noch was zu sagen? Ja, hallo, das haben wir schon. Ja, okay. Er sagt das gleiche nochmal. Was denn hier? Da fehlt ein Buch. Was soll das denn? Da auch. Kann sein, dass hier irgendwie überall Bücher fehlen. Was ist denn das hier für eine Bibliothek oder... Ja. Achso, hier fehlt alles. Okay, hat er ja gesagt. Na gut. Ist das schon ein Artefakt? Eine Muschel vom Strand? Na gut, gehen wir erstmal wieder. Tschüss, Gunther. So. Ach, das macht hier so einen Krach. Na gut. Ist geschlossen. Oh toll, 10 Minuten zu spät. Was haben wir denn hier? Erstmal auf die Karte gucken. Ach, der Schmied, okay. Von 9 Uhr bis 4 Uhr noch geöffnet. Das ist ja ein Laden hier. Ja, in 10 Minuten zu spät kommt. Natürlich gleich geschlossen. Oh, hier ist der Joja-Markt. Da haben wir früher mal gearbeitet. Oh. Okay. Heute Ziegelsteine im Verkauf. Nice. Wer ist denn das hier? Der nette Mann. Morris, willkommen zum Joja-Markt. Wie geht es dir heute? Ich glaube, wir haben uns noch nicht getroffen. Ich bin Morris. Der, oh mein Gott, Joja-Kunden-Überprüfungsmann. Wenn du dich entscheidest und ein Joja-Mitglied werden möchtest, dann wäre ich sehr dankbar, dir zu helfen und wie auch immer. Lassen wir das einfach. Shane arbeitet hart. Ja. Er ist nicht daran interessiert, sich mit mir zu unterhalten. Toll. Was ist denn das für ein Laden hier? Wenn nicht mal Bock haben, die Mitarbeiter mit mir zu reden. Milch, Fisch. Was gibt's noch? Okay.
Was haben wir noch hier alles? So. Pancakes, nice. Und Brot. Sehr schön. Was hat die hier? Oder wer ist es überhaupt? Hallo, ich möchte mit dir reden. Julia Cola. Haben wir schon. Ah, hier kann man auch Seeds kaufen. Und Reis. Und Fußboden. Sehr schön. So. Gehen wir nochmal hier oben lang. Ja, heute ist schönes Wetter im Stardew Valley. Oh, der Saloon ist offen. Da gehen wir nochmal schnell rein. Oh, nice. Das ist ein richtiger Saloon. Cool. Wer ist denn das hier? Pam. Hallo, Junge. Mein Name ist Pam. Hey, Gus. Gib mir eine andere. Noch eine Runde. Hart am Trinken, also die Alte. Dann ist Gus bestimmt der hier, ne? Mit der dicken Nase. Hallo, ich bin Gus, Chef und Besitzer von dem Stardrop Saloon. Hi, bitte relax ein bisschen und genieße die Atmosphäre. Ja, wer ist das? Emily. Oh, ich kann es an deinem Gesicht lesen. Du wirst es lieben hier in Pelikanstadt. Wenn du jemals etwas zu tun suchst oder nichts vorhast am Abend, dann komm doch hier in den Saloon. Das ist, wo ich arbeite. Oha. War das etwa eine Einladung zum Date? Ein Date mit Emily? Na gut. Wer ist das noch? Ach, das ist Shane. War nicht gerade noch oben da am Arbeiten? Wie kommt der so schnell hierher? Was? Was willst du? Geh weg. Okay. Oh, Arcade. Nice. Und viele Fässer. Na gut. Oh, ist schon 19 Uhr. Wie sagen, hau mal schnell nach Hause ab. Früh schlafen gehen und morgen ein paar Sachen anbauen können. Auf unserer Weed Farm. Das wird bestimmt ganz, ganz toll. Wir haben wohl echt einen menschenweiten Weg nach Hause. Warte mal, erst hacke ich das hier mal weg. Das kann ja nicht angehen, dass man jedes Mal hier rumlaufen muss. So. Ab ins Haus. Lampe aus. Aus. Hallo. Aus jetzt. Inventar voll. Na gut. Dann halt mit Licht anschlafen. So, mit den gleichen Sachen ins Bett rein und schlafen. Und dann würde ich auch sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge Stardew Valley. Haut rein!